Über 250 Gäste werden heute bei der Eröffnung des neuen japanischen Restaurants Suma hier im 5-Sterne-Hotel Weißes Rössl in Kitzbühel erwartet. Der Küchenchef Rainer Becker, der das Konzept 2002 in London entwickelt hat, ist heute anwesend und leitet mittlerweile Restaurants auf der ganzen Welt. In Zukunft können Kitzbüheler hier japanische, moderne Küche auf allerhöchstem Niveau genießen. Das Restaurant Suma gliedert sich in drei Küchen. Die Hauptküche, in der zeitgenössische Gerichte angeboten werden, die Sushi-Bar und den Robata-Grill. Robata steht für Feuerstelle. Diese besondere japanische Art des Grillens erfordert mit Sand angemischte glühende Holzkohle. Herr Hönigmann, wie ist es dazu gekommen, dass das Suma-Restaurant jetzt im Weißen Rössl Einzug hält? Ja, das Weiße Rössl ist ja 2017 einmal grundlegend renoviert worden. Da haben wir schon einen Großteil der Zimmer gemacht. Und wir waren jetzt auf der Suche nach einem Partner, mit dem wir auch unsere Wünsche und Träume verwirklichen können im Restaurantbereich. Und da sind wir auf Suma Restaurant gekommen und die sind natürlich für uns der ideale Partner. Suma Restaurant ist jedes Jahr von Dezember bis März als klassisches Pop-up-Restaurant geöffnet. Täglich ab 18 Uhr. Wir haben keinen Ruhetag bis 23 Uhr, 24 Uhr. Und wir möchten auch Sushi bis 1 Uhr nachts anbieten, weil es ja eigentlich in Kitzbühel so ist, dass man nach 22 Uhr schon fast nichts mehr zum Essen bekommt. Und dem wollen wir entgegenwirken und machen da bewusst sehr lange Öffnungszeiten. Ja, das Weiße Rössl gehört ja zu den Leading Hotels of the World dazu, als einziges und erstes Haus auch in Kitzbühel. Und deswegen war uns wichtig, dass wir auch einmal ein anderes Restaurantkonzept machen als viele andere Hotels und haben uns bewusst für ein asiatisches, japanisches Restaurant entschieden, weil wir glauben, dass das Kitzbühel braucht, dass die Gäste sich das auch wünschen, ein bisschen kosmopolitisches Flair auch in Kitzbühel und wollten heute halt mal was anderes machen als das klassische Wiener Schnitzel. Suma Restaurants ist ganz speziell. Wie ist es damals vor über 17 Jahren dazu gekommen? Ich habe 6 Jahre in Japan gelebt und habe mich dort in die Kultur, natürlich in die Küche, in die Produkte und in Tierdesign verliebt. Und da ist die Idee entstanden und dachte, das musst du irgendwann mal in Europa machen. Nach 6 Jahren war es dann soweit. Ich wollte zurück nach Europa. Und für mich war London the culinary highlight of Europe. Insofern habe ich natürlich London ausgesucht. Ist natürlich eine unheimlich konkurrenzstarke Stadt. Aber ich glaube, oder das hat mich damals angestrebt, dass wenn das Konzept funktioniert, dann hat man auch Erfolg in einer großen Stadt. Ein touristischer Highlight hier. Es wird sicher die Innenstadt beleben, aber gerade die Internationalität dieses Lokals, glaube ich, strahlt weit nach außen. Und dieses Zuma-Konzept, das man überall auf der Welt kennt und nun auch in Kitzbühel, das ist schon bemerkenswert und ist natürlich eine große Aufwertung auch für den Tourismusort Kitzbühel. Das Zuma-Restaurant gibt es ja schon in zahlreichen Metropolen auf der ganzen Welt. Wie kam es zu der Zusammenarbeit hier in Kitzbühel? Uns war es immer ein Traum, im Weißen Rössl etwas Besonderes zu machen. Und ich bin schon länger befreundet mit dem Rainer Becker und mit dem Arjun Rainey, die das Suma gegründet haben und habe sie immer wieder gefragt, was wäre mit Kitzbühel. Und es war immer schwierig natürlich, erstes Restaurant im deutschsprachigen Raum, aber meine Hartnäckigkeit hat sich hier ausgezahlt und so haben wir letztes Jahr einen Vertrag abgeschlossen und sind heute sehr glücklich, hier eröffnen zu dürfen. Was bedeutet es auch für die Stadt Kitzbühel bzw. für die Innenstadt in Kitzbühel, dass es so zentral so ein hochwertiges neues Lokal gibt? Ist ein weiterer Schritt in der Qualität von Kitzbühel. Es sind ja viele Projekte, es wird ja viel in Kitzbühel gemacht. Wir sind ja nicht die einzigen in der Innenstadt. Neue Geschäfte, neue Kaffeehäuser. Ich glaube, jeder Schritt ist wichtig und gemeinsam stärken wir das Produkt. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass auch Kitzbühler Einheimische in Kitzbühel investieren und da ist eine ganz andere Verbundenheit, weil wenn man keine Wurzeln hat, hat man auch keine Zukunft. Gemeinsam sind wir stark und Kitzbühel ist für mich sowieso das Beste, was es gibt. Kitzbühel, are we ready? Yeah! Christian, let's do it! Die Eröffnung war ein voller Erfolg, bei hervorragendem Essen und toller Stimmung. Hinter mir geht's jetzt noch weiter mit Live-Musik und DJ.
Und die Gastgeber freuen sich auf einen grandiosen Winter hier in der Kitzbüheler Innenstadt.